Ja, ganz herzlich willkommen in der Palliativmedizin Aschaffenburg aus Köln. Mein Name ist Raymond Volz. Ich leite hier das Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik hier in Köln. Und unser Zentrum repräsentiert die erste und älteste Palliativstation Deutschlands. Aber auch Sie sind an einem historischen Ort. Denn die Tagesklinik, die palliativmedizinische Tagesklinik Aschaffenburg, ist eine der allerersten in Deutschland, die dieses Angebot für Patienten bereitgehalten hat und bis heute bereithält. Und da bin ich über die Jahre auch schon sehr Herrn Paul und seinen Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar, dass sie es auch geschafft haben, gegen alle Widerstände diese palliativmedizinische Tagesklinik am Leben zu erhalten und hoffentlich auch noch weit in die Zukunft hinein. Umso erfreuter war ich, als das Klinikum Aschaffenburg uns hier in Köln angefragt hat, ob wir nicht die Evaluation machen für diese palliativmedizinische Tagesklinik. Und das haben wir sehr gerne gemacht. Was wir als erstes gemacht haben, ist, dass wir je Einheit, also 200 Patienten Palliativstation, 200 Patienten Palliativmedizinische Tagesklinik und 200 Patienten aus dem Aschaffenburger SAPV-Team, herzlichen Dank auch an der Stelle, dass Sie da mitgemacht haben, analysiert haben, zunächst mal die Akten herausgeholt haben, also auch digital, uns angeschaut haben, welche Patientengruppen oder was sind die Charakteristika der Patienten in diesen drei Versorgungsregionen? Und natürlich die wichtigste Frage auch, sind es denn alles Patienten, die tatsächlich eine spezialisierte Palliativversorgung brauchen? Was Sie hier sehen können, das dunkelblaue sind die palliativmedizinischen Tagesklinikpatienten und hier unten ist der ECOG, also Funktionszahl aufgezeigt. Relativ gute Funktion, ganz links 5. Ganz rechts bedeutet der Tod. Da sehen Sie, dass tatsächlich die Patienten in der palliativmedizinischen Tagesklinik relativ gut noch von der Funktion her sind, wenn sie dort eintreten. Und bei Austritt aus der Palliativstation hat sich das Ganze ein wenig nach rechts verschoben, aber nicht so nach rechts wie bei der Palliativstation oder der SAPV, wo eben auch sehr viele Menschen dann versterben. Wichtigste Frage war eben auch, so definiert es ja auch der GBA, die Richtlinie des GBAs für spezialisierte Palliativversorgung, haben diese Menschen, diese Patienten denn eine besonders komplexe Symptomlage? Erst dann ist es ja spezialisierte Palliativversorgung. Und wir können ganz klar sagen, ja, selbstverständlich, alle diese drei Strukturen sind Strukturen spezialisierter Palliativversorgung. Denn gar kein einziger dieser insgesamt ja 600 Patienten hatte keine besonders komplexe Symptomlage. Sie sehen eben, es gibt dann auch Patienten, die eben sehr viel mehr haben. 3, 4 haben die meisten komplexe Symptomlagen, sodass selbstverständlich alle Patienten spezialisierter Palliativversorgung brauchen. Interessant wird es jetzt, wenn wir diese drei Versorgungsbereiche vergleichen, bezogen auf die sonstigen fachärztliche zusätzliche Versorgung. Also in diesen Fällen ja meistens, weil es Tumorpatienten sind, onkologische Versorgung. Und da sehen Sie, ganz rechts bei der SAPV ist fast kein Patient mehr in zusätzlicher fachärztlicher, sprich onkologischer Versorgung. Aber bei der Tagesklinik sind es 82,5%. Das bedeutet, diese Patienten bekommen nicht nur spezialisierte Palliativversorgung, sondern gleichzeitig auch noch in den meisten Fällen tumorspezifische Therapie. Bei der Palliativstation ist es etwa dazwischen. Und das auch nochmal zeigt, dass dort auch aktive Medizin gemacht wird in der Tagesklinik. Zum Beispiel haben wir gesehen, am Beispiel der Punktionen. Da wird in der SAPV fast gar kein Patient irgendwo punktiert, in der Palliativstation auch fast nicht, aber eben immerhin 17% aller Menschen in der palliativmedizinischen Tagesklinik. Und wenn Sie sich dann anschauen, wie diese Strukturen vernetzt sind im Gesamtgebilde der Versorgung im letzten Lebensjahr, dann fällt doch ziemlich auf, dass bei der Palliativstation es hauptsächlich aus dem Krankenhaus in Richtung Versterben geht, aus der SAPV hauptsächlich Zuweisung durch Angehörige, natürlich dann verschrieben auch von den Hausärzten, auch in Richtung Versterben. Aber die palliativmedizinische Tagesklinik, die ist so ein bisschen wie die Spinne im Netz. Da gibt es nämlich verschiedenste Zuweisungen und auch verschiedene Wege nach der Versorgung in der Tagesklinik.
Also es ist wirklich eine Struktur, die für anderen Versorgungsstrukturen im letzten Lebensjahr miteinander vernetzt. Das war die Evaluation der 3 mal 200 Patienten. Wir haben jetzt dann auch noch im Rahmen der externen Evaluation 69 Interviews geführt mit Patientinnen und auch ihren Angehörigen. Und wir wollten insbesondere wissen, was wäre denn die Alternative zur Tagesklinik gewesen? Und wie haben Sie das dort erlebt? Insgesamt sagen jetzt aus Sicht der Betroffenen, ja, diese Tagesklinik hat, bei fast 70% antworten so, einen stationären Krankenhausaufenthalt verhindert oder zumindest hinausgezögert. Und wenn man dann in die Aussagen genauer hineingeht, dann hören Sie so Aussagen wie, das Hauptsache, wie gesagt, es wird mir geholfen, weil anfänglich haben Sie mich einfach nur mit Schmerzmittel ruhig gestellt, die normalen Ärzte, ne? Und dann hat die Onkologin gesagt, ich soll einmal dorthin gehen. Dort kann mir bestimmt geholfen werden. Und so war es auch. Wenn es die palliative Tagesklinik nicht gegeben hätte, ja, hätte ich wahrscheinlich zu Hause herumvegetiert und wäre durchgedreht. Oder wenn es die nicht gegeben hätte, dann wäre ich vom Hausarzt wahrscheinlich in die Notaufnahme eingewiesen worden, wo ich mich fehl am Platze vorgekommen wäre. Weil die Notaufnahme nicht das Richtige ist für Palliativpatienten. Also das erste Mal, wie ich dort war, habe ich 9 Stunden gewartet. Das ist ja nun nicht unbedingt das, was man in der letzten Lebensphase vom Gesundheitssystem erwartet. Oder auch hier diese Aussage, ich wäre wieder von Arzt zu Arzt oder auch Musiktherapie, müsste ich ja ambulant hier machen und dann auch eventuell Kunsttherapie. Die einzelnen Termine, wo man auch wieder Wartezeit hat, Autofahren kann ich ja auch noch nicht. Ich muss mit dem Taxi hin. Also das müsste ich alles einzeln gehen. Und dann hätte ich ja noch viel mehr Termine, wie ich eh schon habe. Und da tut die Tagesklinik gut, weil alles an einem Ort ist. Ja. Auch Angehörige auf die Frage, was wäre denn die Alternative gewesen, wenn es sie nicht gegeben hätte. Gute Frage, weil ich meine, wir haben ja viele Ärzte aufgesucht. Sie ist ja bei einem Rheumatologen in Behandlung, der macht halt sein Ding, ne? War beim Internisten, der macht halt sein Ding. Also in der Tagesklinik laufen viele Dinge zusammen. Und also das macht das Ganze, glaube ich, auch viel einfacher. Ich, also in der ganzen akuten Phase hätte ich die Mama gar nicht erstens dazu motivieren können, von einem Arzt zum nächsten Arzt zu gehen oder der Psycho-Onko. Dann muss man dahin. Also da hätte sie nicht mitgemacht. Oder auch hier, die Alternative ist, wenn es halt dazu kommt, dass sie wieder Schmerzen hat und das Wasser sich im Bauch ansammelt, einen Notarzt rufen und zum Klinikum hochfahren, wieder in die Notaufnahme. Stundenlanges Warten, Einweisung aufs Zimmer. Und dann ist es halt auch so, dass man meistens tagelange drin bleiben muss oder soll zum Beobachten. Alternative, dann wäre er daheim. Dann würde er nur im Bett liegen, dann wäre er vielleicht auch schon gar nicht mehr da. Sie sehen, was hier auch an wirklicher Hilfe durch diese Tagesklinik formuliert wird, die Sie sonst, die Patienten, die Angehörigen, nicht bekommen hätten. Warum ist das hilfreich? Zum Überwachung der Gesundheit, zum anderen für die Moral. Also beides, Körper und Geist. Also dann kam der Chirurg rüber und hat diese Wunde versorgt, hat sie nochmal genäht und danach war es gut. Also auch die anderen Fachärzte, die da hinkommen können. Eine Bluttransfusion, dann wird es gleich besser, aber es ist ein Prozess über mehrere Sitzungen, mehrere Blutzufuhren. Ich stand hier in meiner Küche und musste niesen und ja, der Bauch ist geplatzt. Und das Erste, was ich gegriffen habe, ist mein Telefon und da habe ich in der Palliativ angerufen. Und eigentlich hätte ich mich ja wiederum über die Notaufnahme ins Krankenhaus einweisen lassen können. Und was wurde mir gesagt? Kommen Sie einfach nur vorbei. Auch nochmal hier weitere Aussagen von Angehörigen. Die haben ja dann einfach Mittel gegeben und damit hat sie ja, ich weiß nicht, schon eine ganze Weile. Ich meine, das ist mal nachts schlechter und besser, was sie so erzählt und man sieht es auch. Wenn man sie am Tage sieht, ob es eine gute Nacht oder mehrere schlechte waren, aber es ist zumindest sehr, 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 sehr viel besser. Die quantitative Aussage von dieser Angehörigen mit 4-mal sehr. Ja, weil man einfach Hilfe dort bekommt. Die Zeit, die Ratschläge, die Einstellung, wenn man Schmerzen hat. Und durch die Tagesklinik, durch diese ständige Betreuung haben sie das dann in den Griff gekriegt, ne? Schmerzen halt erleichtert und gelindert, Blut zugeführt war hier.
und die Tropfen und der Appetit ist wieder gestiegen. Also Sie sehen, was verschiedenste Symptome dort gebessert werden konnten. Und schließlich als dritter Teil, das erste waren also die 3x200 Patienten, das andere waren die Interviews mit den 69 Patienten und Angehörigen und dann zum Schluss haben wir noch einen Fragebogen versandt an die Zuweiser und wir haben hier 96 Fragebögen an 96 Zuweiser geschickt und 76 zurückbekommen. Das ist eine Rücklaufquote von 79%. Und wenn Sie mal eine Fragebogenaktion gemacht haben, dann wissen Sie, dass man eigentlich froh sein kann, wenn man 30% zurückkommt. Eine Rücklaufquote von 79% zeigt schon mal, was für eine positive Einstellung dort von den Zuweisern zur Tagesklinik besteht. Die wollten das unterstützen. Sie wollten sich dazu auch äußern. Und wir wollten natürlich hauptsächlich wissen, was wird dort geleistet. Wer geantwortet hat, waren Allgemeinmediziner hauptsächlich und Onkologen, auch andere natürlich und schon sehr viel auch Selbsterfahrung in der Palliativmedizin. Das ist die Zusammenfassung, konnte die Symptomkontrolle gebessert werden von Ihren Patienten, die Sie zugewiesen haben? 97% haben Ja gesagt. Profitieren Ihre Patientinnen von der Behandlung in der palliativmedizinischen Tagesklinik? 100% Ja, sehr oder eher gut von der medizinischen Behandlung, 93% von der psychosozialen Behandlung. Vermeidet das, wieder dieses Thema, Vermeidung von stationärem Krankenhausaufenthalt, 96% sagen ja, das vermeidet oder zögert einen stationären Krankenhausaufenthalt hinaus. 58% sagen, dass der eigene zeitliche Aufwand für die Patientinnen sinkt. Muss sich nicht mehr so sehr darum selbst kümmern. Man behält natürlich die Behandlungsführung, aber eben der Zeitaufwand sinkt für die anderen, die Zuweiser. Und natürlich kann man etwas ein bisschen verbessern, schnellere Aufnahme, kurzfristige Termine, Kapazitäten erhöhen. Gemeinsamen Austausch könnte man auch noch verbessern. Also es waren auch einige Punkte, die man durchaus verbessern kann. Also Sie sehen, zusammenfassend ist diese neue Struktur der palliativmedizinischen Tagesklinik etwas, was auf jeden Fall spezialisierte Palliativversorgung ist, aber eben ein bisschen frühzeitiger greift im Krankheitsverlauf als die anderen Strukturen, Palliativstation und SAPV. Und das ist ja auch im Sinne aller internationalen, nationalen Leitlinien, frühzeitig mit Palliativmedizin dazuzukommen, auch während noch Tumortherapie läuft. Das ist das Ziel, das wir mit dieser neuen Einrichtung erreichen können, nicht nur wollen, sondern auch können. Und es wäre eigentlich töricht, eine solche Struktur nicht fortzuführen, geschweige denn, und sie eventuell auch in anderen Regionen auszudehnen. Töricht einerseits, wie Sie gehört haben, von den Betroffenen selbst, den Patientinnen, den Angehörigen, aber natürlich auch fürs Gesamtsystem, weil es stationäre Aufenthalte verringert. Ja, und deswegen brauchen die Betroffenen, die Patienten und die Angehörigen ihre politische Unterstützung, damit sie diese Strukturen, die hier in Aschaffenburg wirklich modellhaft wunderbar etabliert wurden, auch in anderen Regionen, ja, ich will nicht sagen genießen, aber doch davon sehr profitieren können. Und ohne den politischen Willen und ihre politische Unterstützung kriegen wir das in der Zukunft nicht in die Fläche ausgeweitet. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Danke.